Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Metroid Dread. Beim letzten Mal haben wir da ja rund so 100% abgeschlossen und nun geht's wieder zurück nach Kataris. Ja, eigentlich hätten wir noch gar woran machen müssen, aber ich würde mal sagen, wir werden jetzt erst Kataris zuerst und dann sind wir eh auf dem Weg zurück nach Anubia. Können wir auch noch Gavaran und Kataris Elun gleichzeitig machen. Elun wissen wir, wo wir hin müssen. Da müssen wir noch was mit der Powerbombe machen. Und in Gavaran gibt es noch ein paar weitere Sachen, die man erledigen muss. Aber an sich nichts großartig Schlimmes. So. Ich bin froh, dass wir in Kataris jetzt eigentlich nicht mehr so viel machen müssen. Also nichts derart wie jetzt halt die letzten zwei Speedbooster-Rätsel. So, also das haben wir ja. Wobei wir haben auch nur 61%, auch nicht so viel. Gut, die haben wir hier, können wir den Weg theoretisch frei machen. Dann haben wir einen etwas angenehmeren Weg. Das haben wir verwendet. Da kommen wir auch durch. Also da auf der Seite sieht es doch gut aus. Hier unten dann aber nicht mehr. So, da ist noch viel Zeugs, was wir holen müssen. Dann haben wir da noch was. Also von dem her würde ich mal sagen, hier oben easy peasy. Auf geht's nach unten. So. Aua. Und wie machen wir das am besten? Wir nehmen jeden Gegner mit, der existiert. Ne? Man kennt's ja. So, wo ist denn das Boom Boom? Boom 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 Boom. Das Boom 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 ist ein Stockwerk unter uns. Hier durch. So, gut. Ah, so, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, ist okay. Von euch X bleibt eh nichts mehr übrig. Okay. Wie ging das denn jetzt schon wieder? Das geht. Okay, ne? So, ja, das ist ja voll easy. Okay. Da bin ich gerade ein bisschen... Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie ging das denn schon wieder? Ja, gut, Leute, ich hab... Bis mir das wieder einfällt, lassen wir das erstmal beiseite. Keine Angst, wir holen das noch, so ist nicht. Aber ich will jetzt erstmal... Bis mir das wieder einfällt, dauert das wieder 100 Jahre und dann ist auch nicht gut. Jo, Erkennung, da müssen wir Speed boostern, das weiß ich noch. So lang ist das Ding jetzt auch nicht, dass wir da einfach... Jetzt habe ich den Speedboost nicht aktiviert. Zu spät. Gut, so kann man es natürlich auch machen. War jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl, aber okay. Go me, I guess. Könnte ich doch irgendwo durch. Oder nicht? Ja, da müssen wir noch hin. Oder? Oder? Aha.
Auch da ist. Da ist ja noch ein Transporter. Ja, dann. Wo führt der denn hin? Der ist orange. Vielleicht nach Gavoran, das wäre richtig praktisch. Na gut, das Teleportal benutzen wir dann wohl beim. Wobei ich. Bis hingeht. Gavoran wäre natürlich richtig praktisch. Ey, so, das benutzen wir dann nachher. Ja. Wobei. Nee, dann kommen wir da raus, wo wir an sich. Ich war zurückgekommen. Das ist nicht auch doof. Ach nee, auch nicht. So, ein weiteres Item eingesammelt. Den Rest werden wir wohl unten finden. Na gut. Dann lasset uns nach unten gehen. Aua. So. Ach, die rennen in alles rein, Challenge. Ja, aber trotzdem. Ja, da sind noch Sachen versteckt. Da mussten wir sogar kurz durch die Lava, ohne dass wir den Righty so dorten. Tja. Ach, Screw Attack ist einfach. Ich sag's immer wieder, aber. Ich liebe sie. So. Und auch wenn ich in alles reinrenne, ist mir das irgendwie auch egal. Ach stimmt, das können wir uns sogar gar nicht zerstören vorher. Funk. Missile Container erhalten. So. Dann da unten. Ah, stimmt, da können wir jetzt auch rein. So, eine Sache, die man. Ach, da darf ich ja gar nicht so mehr rein. Ja, gut. Es gibt noch ein kleines Detail, das man bemerken kann. Aber fragt mich gerade bitte nicht, wo das wieder war, weil ich mich. Honest to God, nicht erinnern kann. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Ja, da war schon Zugang verschlossen. Das ist ja. In Ordnung. Genau, hier war ja Crate drin. So, und eigentlich. Ich glaube, wären wir früher hierher gekommen, würde hier irgendwo Crates Skelett oder so rumliegen. Aber an sich ist hier. Genau. Hat man die Bomben. Kommt man hier rein. Dann würde man quasi in Crates Bauchnabel reinfliegen und den einfach. Ne? Ja, den Rest muss ich wahrscheinlich nicht elaborieren. Ja, wo will ich rauskommen? Ja gut. Ein Ballenblock. So. Da ist ein Fallenblock. Wahrscheinlich wird da wieder ein Fallenblock sein. Ja. So, da haben wir noch die vorletzte Powerbombe gefunden. Auch wunderbar. So, müssen wir hier noch in dieses Gebet und da kommen wir ganz von woanders hin. So. Jedenfalls muss ich mich irgendwie anders hinsetzen, weil mein Fuß muss sich gerade denken, ich will krampfen. Und das ist nicht gut. So. Ich bin schon stolz, dass ich den Kampf gegen Crate eigentlich so relativ. Ich sag jetzt nicht easy peasy, aber am Ende doch mit einer gewissen
Ease bestanden habe. War beim ersten Mal nicht so. Also es war, muss ich ehrlich gestehen, ein Krampf. Ein Krampf wie fast kein anderer. So. Aber ja, ich meine, es gibt ja Sinn, dass man, wenn man irgendwas öfters macht, dann irgendwann natürlich auch besser darin wird. Wäre auch schade, wenn das nicht der Fall wäre. So, was ist denn hier? Aha! Ein Weg. Das sieht aus nach Speed. Jo. Okay, das müssen wir mit der Powerbombe in die Luft jagen. Dann können wir da durch Speedboostern. Hui! Ah ne, ich erinnere mich daran. Ja, da war mit Speedboostern mal durch. Genau. So, kann ich das eigentlich auch so rausziehen? Nee. Das kann ich nicht so rausziehen. Das heißt, wir müssen... da irgendwie anders hin. Ja, da sind noch die anderen Speedbooster-Blocks. Oder? Das... Nee. Ja gut. Nee, hier ist auch nichts. Ja, dann suchen wir den Weg dahin. Oh, da können wir oben durch. Vielleicht hilft uns das ja. Ist hier irgendwas? Ist hier vielleicht irgendwas? Ach. Ich bin ein Held. Bleibt das jetzt offen? Ja, es bleibt offen. So kann man auch dahin kommen. Ja, Moment. Müssen wir das hier entfernen? Geht doch, easy peasy. Und dann müssen wir nochmal nach oben Speed boostern. Ich finde es cool, das ist eins von diesen ein bisschen so multilayered Rätseln, wo man irgendwie verschiedene Sachen machen muss in verschiedenen Räumen, um an einen Teil ranzukommen. So. Energieeinheit 3 von 4. 80% aller Items in Kataris. Und ich mal sagen, wir machen weiter. Gut. Aufhören ist ja eh nicht unsere Devise, vor allem meine nicht. Miss, ich glaube nicht, dass ich 100% mache. 3 Minuten später. Wisst ihr was, Leute, wir machen 100%. 5 Minuten später. Warum mache ich das eigentlich? Ich will keine 100% machen. 7 Minuten später. Wisst ihr was, Leute? Wir machen doch 100%. Und so weiter und so fort. Bis irgendwann mal entweder das Spiel beendet ist oder 100% erreicht sind. So. Okay, das war ja noch relativ einfach. Ja, gut. Und dann weiter in diese wunderbare Richtung. Aber ist schon krass, wie das für ein Badass-Samus an sich halt ist. Oh. Ist auch so einer, der 2 Schläge braucht. Ich meine, sie hat einen richtig, richtig geilen Anzug. Und damit kann sie sich quasi einfach ungeniert in Lava stürzen. Das ist halt schon, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie faszinierend. Ich weiß auch nicht warum. So. Mr. Container erhalten. Das heißt, das Secret hier haben wir auch uncovered. Auch den haben wir noch gar nicht.
Aber den hätte ich jetzt fast hier irgendwie... vergessen nicht, aber... übersprungen. Den Kollegen da. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich... ob ich mich trauen würde. Auch wenn ich wüsste, ja gut, mein Anzug ist so cool. Der kann... einfach in Lava zerstören. Also, der kann einfach in Lava sein, ohne zerstört zu werden. Ich weiß nicht, ob ich das wollen würde. Bin ich mal ganz, ganz ehrlich. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind da ganz gut dran. So. Ja gut, ich glaube, das Letzte, was jetzt wirklich noch verbleibt, ist dieser Powerbomben-Container. Den Rest haben wir, glaube ich. Oder? Ich denke schon. Ja, 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 sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Gut, dann dürfen wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir am schnellsten da wieder zurückkommen zu dem Ding. Ah, ich glaube, der schnellste Weg wär sogar der hier. Gut. Lass mich einfach in Frieden. So. Fuck. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ach, es ist so ein tolles Gefühl, wenn man gute Fortschritte mit einem Spiel macht. Genauso wie es das schlimmste Gefühl der Welt ist, wenn man hängen bleibt. Wir werden jetzt gerade beide dieser Gefühle erfahren. Denn... ich weiß gerade echt nicht, wie man da dran soll. Nee, das... das kann ich auch nur aus der Hocke machen. Und ich glaube nicht, dass ich dann dadurch... so dadurch kann. Nee. Okay. Wobei. Es klappt ja an sich nicht, aber... gut, das hat auch nicht geklappt. Das zerstört Fallenblocks ja nicht. Ach, ich bin noch ein Held. Oder? Bin ich ein Held? Es gibt eine andere Sache, die mir einfällt, wie man hier rankommt. Das könnte knapp werden. Ja, ihr wisst genau, woran ich denke. Und zwar hier irgendwo den Speedbooster aufladen. Also die Rennstrecke ist zu kurz. Das hier könnt ihr nicht. Ich bin auch ein Held, so gut. Auch noch Gaboran. Ja. Geht doch. So, wo war das orange Teleportal? Da oben. Ja, ne? Seht ihr, manchmal muss man halt ein Rätsel hinter sich lassen. Samus, lass bitte los, dankeschön. Um dann wieder zurückzukommen, sich zu denken, ja, ich bin doch ein Held, ich weiß doch, wie das geht. Das war einer von diesen Fällen. So. Fantastisch. So will ich das sehen, Leute. So und nicht anders. Wunderbar. Dann können wir beim nächsten Mal... ey, wir sind sogar in der Rekordzeit mit Katarus fertig geworden. Jetzt können wir beim nächsten Mal... wobei, das ist doofe Teleportal. Wir haben hier irgendwie einen Weg nach... ja, halt nicht, ne? Was uns halt noch fehlt, sind die Sachen hier
unten quasi. Also hier haben wir einen Missile-Container, an den wir noch nicht rangekommen sind. Hier ist noch irgendwas. Hier ist noch irgendwas. Dafür müssen wir den Weg hier frei machen. Ich glaube, das sind auch noch, glaube ich, also ziemlich alle Sachen, die uns fehlen. Das Doofe ist halt, dass man da nicht durch kann. Und an sich, wenn man das halt mal offen hat, ist auch nicht so schlimm. Aber das haben wir halt noch nicht offen. Aber gut, Leute, ich aktiviere das Teleport jetzt einfach nur des Aktivierens halber. Und beim nächsten Mal, würde ich sagen, starten wir direkt in Gaboran. Oder noch besser, direkt in Elun. Und dann können wir einfach, sagen wir mal so, easy peasy die Sachen einsammeln. Und beim übernächsten Mal machen wir uns dann auf ins Finale. Also ich glaube, das ist doch ein ziemlich guter Plan. Das heißt, wir sind jetzt bei Episode 33? 34? Irgendwas um dem Dreh. Ach, stimmt, hier war ja das so zu. Gut, Leute. Also, ich danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.